Hallöchen, herzlich willkommen zurück im gottlosen Tal. Mein Name ist Franconia, zurück zu Rise of the Tomb Raider mit der wunderhübschen Lara Croft. Und wir sind hier, warum sind wir hier? Weil wir hier noch einiges haben, Freunde. Wir haben hier noch einige Dokumente, die wir noch längst nicht haben. Ich hoffe, wir kommen jetzt fast an alle hin. Dann schwimmen wir mal durch, denn wir haben ja jetzt seit der letzten Folge auch diesen einen komischen Greifhaken. Fuck! Wie kam ich jetzt dahin? War der Raum schon immer da? Wir hören mal hin. Ich habe alle Arbeiten am Schrein ausgesetzt. Und die Arbeiter angewiesen, sich für den Rückweg bereit zu machen. Ich hätte vor Wochen gehen sollen und suchte den Rat der Weisesten unserer Stadt. Die Gewalt nahm zu. Zuerst langsam und ich tat es als Nervosität oder Erfolgsdruck ab. Aber jetzt kann niemand mehr bestreiten, dass etwas Böses in dem Tal wohnt. Es spielt mit dem dunkelsten Teil unserer Natur und macht uns empfänglich für düstere Eingebungen. Gestern hat mir ein junger Steinmetz berichtet, dass ein Gerüst eingestürzt ist und ein Großteil des Tagwerks ruiniert hat. Bevor ich wusste, was geschah, musste mich mein Gehilfe von dem Jungen reißen, der blutverschmiert und bewusstlos vor mir lag. Als ich mir die Hände wusch, fand ich einen Teil seines Zahns, der im Fleisch meiner Knöchel steckte. Ich kenne mich selbst nicht mehr. Es ist Zeit, fortzugehen. Alter, die sind ja alle verrückt geworden hier. Alter, wie kamen wir denn jetzt hier rein? Gab's diesen Durchgang schon immer? Nee, also ganz ehrlich, der ist doch dann erst neu dazugekommen. Den hätte ich doch gesehen, den Eingang. Freunde der Sonne, meckst doch mir nicht weiß. Meckst doch mir nicht weiß, hat er gemeint. Meckst doch mir nicht weiß. Komisch, da muss ich mal ein paar Let's Player-Kollegen fragen, ob das wirklich so ist. Oder wisst ihr es vielleicht? Dann schreibt es doch in die Kommentare. Ob das erst nach einer gewissen Zeit manche Dinge freigeschaltet werden, beziehungsweise... Jetzt pass auf, jetzt machen wir Folgendes. Das Ding ist da oben, ne? Also müssen wir rauf, hat er gemacht. Okay, dann gehen wir rauf. Ja, wenn ihr wisst, wie das hier so genau abgeht, ja, also sprich, dass nach einer bestimmten Zeit oder bei einem bestimmten Punkt, dass dann auf einmal Wände weg sind und sich neue Türen bzw. neue Räume öffnen, dann schreibt es mir doch mal bitte in die Kommentare. Jetzt dachte ich, da ist auch schon wieder was, ne? So, wir kommen jetzt da am besten rüber, da laufen wir so am besten um. Immer nur ums Eck, hat er gemeint. Immer nur ums Eck. Jo, die Blume können wir mitnehmen. Oder was schon? Ach, das Ding ist da unten. Dann sind wir ja mal gepflegt falsch hier, ne? Aber ist wurscht. Springen wir da runter. Hui! Jo, dann sind wir doch hier gutes Timing hier. Sehr schön. Können wir mitnehmen? Können wir mitnehmen? Nein, können wir nicht. Ach, Kruzifix. Na, schau her. Alter, bin ich ein Profispieler, ey. Das darfst du echt kaum erzählen, da. Yo, hui. Nice! Yes! Ich bin der Letzte. Es gibt noch andere Geister, die das Tal heimsuchen. Doch sie sind keine Menschen mehr. Sie tragen vertraute Gesichter, rufen mit den Stimmen toter Freunde um Hilfe. Doch ich werde ihre Lügen nicht glauben. Mein Schwert hält sie in Schach. Oder lässt sie verstummen, wenn sie nicht aufhören zu schreien. Ich habe wirklich versucht, uns in Sicherheit zu führen. Doch jemand hat die Gänge zurück in die Stadt zurück zum Einsturz gebracht.
Als wir erkannten, dass es kein Entkommen geben würde, griffen wir uns gegenseitig an. Jetzt hockt ein Verrückter mit einem Bogen hoch über dem Tal und schießt die von mir entsandten Brieftauben mit unseren Hilferufen vom Himmel. Die Geister kehren zurück. Mehr als ich verjagen kann. Niemand wird dieses Tal überleben. Vielleicht ist es besser so. Mögen diese meine letzten Worte als Warnung dienen. Ja, die Geister regen sich. Aber gibt es wirklich Geister? Beziehungsweise glaubt ihr an Geister? Ich könnte auch mal in die Kommentare schreiben, Freunde, denn wir haben es doch schon fast geschafft hier. Ich leck mich doch fett zu. Entschuldige. Eins fehlt noch. Wo ist denn der Rest vom Schützenfest? Wo war denn der Rest? Warte mal, der Rest. Den Rest hatten wir doch hier irgendwo, oder? Hier, ne, irgendwo. Hier war er, genau, dann ist hier nämlich das Basislager. Jo, was, dann gehen wir da wieder zurück. Machen wir da nochmal eine schnelle Reise hinüber. Alter, lecco mio, wie geil! Ganz ehrlich, ich muss sagen, ich bin stolz auf mich gerade. Ui, klasse Rolle, Franconia. So, gehen wir hier raus. Trottel. Falsche Tür. Entschuldigung. Naja, ist ja so manchmal. Siehst du, wisst ihr, was ich schauen wollte? Denn letzte Woche, so, machen wir hier mal. Hier mal schnell einen Speicherpunkt. Solange der jetzt speichert, reißen wir da rüber. Solange der jetzt lädt zum nächsten Ding, wollte ich noch sagen, gestern gab es nämlich ein Update, also ich habe ja einen LG-Fernseher extra gekauft für die PS4 Pro, also 4K und HDR. Und da mein Fernseher so neu ist noch, gab es da noch kein Update, beziehungsweise konnte LG oder dieser Fernseher, konnte dieses HDR nicht wiedergeben. Jetzt gab es, oder wollten sie Ende November, wollen sie ein neues Update bringen? Gestern gab es jetzt ein Update. Aber irgendwie sagt die PlayStation, mein Fernseher unterstützt kein HDR. Jetzt habe ich mir schon gedacht, dass es vielleicht kein HDR unterstützt, weil ja nicht direkt die PS4 Pro am Fernseher angeschlossen ist. Entschuldige. Sondern nur an die Elgato und die Elgato wiederum am Fernseher. Deswegen kann es vermutlich sein, dass er die nicht erkennt, ne? Nice, Alter, leck mich doch am Arsch. Sind wir jetzt hier richtig? Jo, sind wir nett? Entschuldige. Ja, quetschen wir uns nochmal durch. Lara ist ja rank und schlank wie eh und je. 21 Jahre, finde ich, muss ich sagen, ist ein schönes Alter, wo ich noch 21 war. Ach, lang ist her. So, so wie jeder noch. Wee. Sind wir jetzt hier überhaupt richtig da? Leck mich fertig, lauf doch schon wieder in die falsche Richtung runter. Wo war das dann? Ach, jetzt sind wir in den Zwischenraum rein, ne? Deppele, wir müssen da rein. Jetzt, kennst du die aus, hat er gemeint. So schaut's nämlich aus da in dem Kapuff. Ah, oh, ein Regenbogen. Gab's den vorher schon, man weiß es nicht. So, wir machen das mal hier ganz, ganz schnell, rucki zucki. Gut, müsste ich ja theoretisch nicht zeigen, ne?
Aber ich mag's, um noch alles vollständig zu haben. Yes! Ivan, ich dachte, es wäre ganz einfach. Die meisten dieser stinkenden Schläger nehmen sich von den Gefangenen, was sie wollen. Ich habe Ivan gewählt, weil ich ihn für manipulierbar hielt. Aber es ist schlimmer. Er ist ein guter Mann. Er will genauso wenig hier sein wie ich. Diese Einstellung zählt zwar nicht viel, wenn er genug Essen und eine Decke zum Schlafen hat. Aber immerhin hat er einen moralischen Kompass, der den anderen fehlt. Dieser Ort macht ihn krank. Er weiß, dass er Teil des Systems ist und hasst, was er tut. Ich sah, wie er rebellierte, wenn er sich unbeobachtet fühlte, um sein Gewissen zu beruhigen. Ich habe ihm gesagt, dass das nicht reicht. Ich habe ihm gezeigt, wie er mehr tun kann. Wir haben gut zusammengearbeitet, unsere Flucht geplant. Aber es ist zu spät. Ich bin schwanger. Wir sind verflucht. Ja. Na. Kann man jetzt so und so sehen, ne? Ich bin schwanger, wir sind verflucht. Mein Schwangersein ist doch schön. Yes! Yes! Alter, ist es geil oder ist es geil? Zieht's euch rein, 100%! Yes! So, entschuldige. Ja, ich freue mich halt, wenn ich sowas habe. Für mich ist das nämlich nicht selbstverständlich. Gut, es zeigt's alles an, ne? Was du holen musst. Beziehungsweise wo du es holen kannst, das Zeug, ne? Aber trotzdem macht auch nicht jeder, ne? Ich interessiere mich halt doch immer wieder für diese kleinen Geschichten. So, was? Wald zu Shibo, nochmal gleich ein Schnellreisen hinterher. Wir schauen mal, wo was noch fehlt hier. Hier fehlt noch fett viel, ne? Wir gehen mal. Ja, jetzt sehen wir leider nichts, ne? Weißt du was? Rucki-zucki, Schnelllager ins Basislager zum Arbeitslager. Rucki-zucki, da können wir gar nichts. Wie cool. Ich freue mich richtig, muss ich sagen, ey. Haben wir jetzt doch ein paar, ich glaube, 3 oder 4 Dinger. Gut, es waren jetzt nicht alles große, ne? Gebiete. Muss man jetzt dazu auch sagen. Aber trotzdem, wie gesagt, viele machen sich nicht die Mühe und ich möchte es halt euch doch zeigen. Auch die ganzen Dokumente, was es gibt im Spiel. Oder zumindest versuchen, nicht immer so gut es geht, natürlich auch ohne Komplettlösung oder ohne ins Internet zu schauen. Gebe ich zu, schaffe ich manchmal auch nicht. So, Sowjetanloch, hat er gemeint. Dann checken wir mal hier drüben die Lage ab, ne? Da müssen wir, glaube ich, ganz rauf, ne? Komm, Freunde, das machen wir halt noch. Wenn wir den haben, nämlich das ist so... Ja, kann man sagen, ist nicht mit Abstand, aber... Es ist schon schwierig, weil wir nie in dieses Eck reingekommen sind, ne? Wo dieses Dokument oder dieser Schatz war. Deswegen machen wir da ein bisschen Sorge, weil das doch irgendwie eingekesselt war. Vielleicht, man weiß es nicht, vielleicht... Du hast die Fotos vom Minenbüro oben gesehen, oder? Die Sowjets werden kaum einfach so den Laden dicht gemacht haben. Klar, aber die Einheimischen können unmöglich so viel Schaden anrichten. Genau das werden sich die Sowjets auch gedacht haben. Wie viele von denen haben da drin denn überlebt? Nicht viele. Die meisten sind beim Einsturz draufgegangen. Der Rest war völlig isolat. Man tauchte Kur auf den Weg. Dass ihr Gerät außerkommt. Wer ist da? Angriff, wir werden angegriffen! Was ist das für ein Lämble? Ist das ein Bomben? Nee, das ist gar nicht. Ich sehe sie, macht sie fertig! Halt's Maul! Treibt sie raus! Nice! Hey Arschloch! Komm da hoch, schau noch her! Du Depp, du Blöde!
Wie wir jetzt gehen, du Grübel. Brenn, mein Freund! Yes! Ich bin froh und mutig, dass wir jetzt doch hierher kommen. Wo ist der hier jetzt? Wo ist der Kollege hin? So, wir müssen ja darüber, hat er gemeint. Hui! Dann holen wir uns das mal, was uns zusteht, mehr oder weniger. So, liebe Lara. Ja, du magst es gut, auch wenn es jetzt schon recht dunkel hier wird. Wir wissen ja alle, in der Nacht ist kälter als draußen. So, hier wird zwischengespeichert, ist natürlich schön. Hui! Hui! Mich wundert's, dass die hier immer noch mal spawnen, ne? So, weißt du was? Wir gehen heute mal hier die Leitern auf. Ist halt einmal auch was anderes, ne? Oh, jetzt müssen wir da rüber, ne? Okay, im Endeffekt ist es ja nichts anderes. So. Dann jumpen wir da rüber, hat er gemeint. Oh, und es ist noch doch ein weites Stückchen, ne? Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Wir schauen noch mal, was wir hier alles mitnehmen können. Sehr schön, gar nichts nämlich. So. Wir müssen da rüber, aber das ist doch ja auch wieder Sackgasse, glaube ich. Ne? So, immer schön. Nach oben. Ja, jetzt sind wir richtig, hat er gemeint. Hui! Sehr schön, hier auch nochmal abgespeichert. Sehr nice. Ja, mir kommt schon das Sache. Nee, hoffentlich ist jetzt hier keiner. Hinüber. So ein beknacktes Rätsel hat er gemeint. Hier durch. Das hier ist wunderschön toxisch. Hier ist sehr schön. Schaut aus wie schon mal kurz. So, wir nehmen das mit. Wir können aber leider nichts weiter mitnehmen. Vielleicht brauchen wir dafür auch den Kletterhaken. Man weiß es nicht. So, was war das für ein Geräusch? Ja genau, jetzt haben wir nämlich das Problem, jetzt geht es nämlich hier wieder nach oben. Aber nirgendwo geht's dann an, ne? Vielleicht sehe ich hier was. Theoretisch. Wie komme ich da runter? Verstehe nicht. Schau einer an. Hier gibt es auch noch was.
Kommt man hier durch? Nee, ne? Hier war ich auch noch nie, ne? Dass ich aber das übersehen haben muss, ne? Das ist mir ehrlich gesagt ein wenig ein Rätsel. Hui! Kann ich nicht zerstören damit, ne? Verfluchte Mist, ey. Das ist doch da theoretisch da unten, ne? Hier komme ich nämlich gar nicht mehr rum, ne? Es gibt dann hier, wenn ich hier mal drin bin, gibt es hier kein Zurück mehr. Es ist zu Mäuse melken. Sieht aber immer alles so einladend aus, ne? Dass du da rüber kannst und so. Ist aber dann auch wieder nicht der Fall. Das ist immer so ein kleiner Dämpfer dann, wenn du dann sowas hast in dem Spiel. Ach, ist das bitter. Da kommst du auch nicht rum, da kommst du auch nicht rüber. Vielleicht können wir doch, wenn wir hier... Ich laufe jetzt doch nochmal nach oben. Da werde ich vermutlich hier kommen wir gar nicht mehr rum dann. Fuck, ich bin hier gefangen, ne? Nein! Warte mal! Hier ist doch eine Dose. Wieso war das Geräusch jetzt so? Gibt's hier vielleicht doch was, was wir durchbringen können? Rabbelt zwar im Karton, aber es passiert einfach nichts. Ne? Verdammt, das hätte ich wohl nicht machen sollen. Ne? Jetzt bräuchte ich halt noch einmal eine Dosen. Gerade jetzt ist ja keine mehr da, verstehst du? Immer Arsch und Zwirn. Warte mal! Schau noch einen an! Wo kommen wir hier hin? Ach, da kommen wir hier raus! Schieb! Okay! Okay, was, liebe Freunde, dann werde ich doch. Und da bitte mögt ihr mir verzeihen, werde ich dann doch im Internet nachschauen, wie ich dieses Dokument bekomme. Das darf doch nicht wahr sein. Jetzt ist es nah. Und zwar machen wir hier eine Pause. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Heute wieder ein wenig kürzer, 25 Minuten. Aber ich denke, das ist okay.
diesem Sinne, macht's gut, bye bye und Servus, euer Frankonia.